Frühformen! Du meiner Show! Ja, so einfach ist das. Herzlich willkommen zu meiner Show. Haben Sie das Prinzip verstanden? Jetzt können Sie normal klatschen. Gleich klatschen Sie wieder. Diese Show ist einfach wie genial, denn das ist nicht nur eine Show für einen alleine wie mich. Ich bin alleine zwar genial, aber was bin ich ohne meinen kongenialen Partner, der ebenfalls ein Weltmeister im Rückwärtssprechen und im Rückwärtsperformen ist. Ladies and Gentlemen, das ist meine Joker-Show. Und dafür bitte ich Klaas Teufel-Umlauf zu mir. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, Fuelmu Refue Salk. Ja. Das ist Klaas Teufel-Umlauf auf rückwärts. Toll. Toll. Ja. So, Klaas, was wir beide machen, ist jetzt tatsächlich die ganze Zeit verschiedene Disziplinen durcharbeiten. Und da wir damit beschäftigt sein werden, unser Gehirn komplett auf links zu ziehen, glaube ich, wäre es wichtig, eine Person dazu zu holen, die am Ende des Tages wahrscheinlich die einzige wirkliche Moderatorin hier im Raum ist, weil sie die einzige ist, die auch weiblich ist. Ladies and Gentlemen, ich wollte den Gag anders machen, er hat nicht funktioniert, weil ich ihn verkackt habe. Ladies and Gentlemen, jetzt Janine Michaelsen. Ja, das war die vielleicht interessanteste Anmoderation, die ich im Rahmen meiner Karriere bis heute erlebt habe. Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Erklären. Ja, bitte. Wir machen gleich drei Disziplinen. Klaas und ich müssen uns in drei Disziplinen messen. Die lassen wir rückwärts stattfinden. Mhm. Lasse das Ganze dann quasi aber falschrum wieder ablaufen, damit es vorwärts aussieht. Mhm. Und dann sehen wir, wer am besten performt hat. Das ist alles, was ich wissen muss? Das ist alles, was du wissen musst. Alles, was ich brauche? Alles, was du brauchst. Das ist wirklich alles, was ich brauche. Du hast mir im Vorfeld zu dieser Sendung nur gesagt, einmal spiele ich mit und ich bekomme die schönste und beste Fernbedienung der Welt. Ich habe nicht gelogen. Ladies and Gentlemen, hier ist sie. Die schönste und beste Fernbedienung der Welt. Sie ist nicht irgendeine Fernbedienung. Sie ist eine Rückwärtsfernbedienung. Und sie hört auf den Namen Rückwärts. Fernbedienung! So, das ist deine Fernbedienung. Wir werden dir immer ein Signal geben, ab dem du dann auf Record drückst. Record ist eine rote. Mhm. Weil falls die hat wirklich eine Funktion. Mhm. Natürlich, selbstverständlich hat die eine Funktion. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann übernehme ich natürlich wahnsinnig gerne die Spielleitung in dieser fantastischen Spielrunde. Es gibt, wie bereits der Herr Winterscheid kurz vermeldete, drei verschiedene Disziplinen. Und die erste Disziplin des heutigen Abends erwartet euch jetzt. Und sie trägt einen wunderschönen Namen. Ja, es ist der Hürdenlauf. Der klassische Hürdenlauf, immer wieder ein Spaß für Jung und Alt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn Sie gleich fantastisch unterhalten werden, bitte vergessen Sie nicht, während Sie genießen, Frank Thonmann, gleichzeitig für Frank Thonmann zu applaudieren. Wenn es Ihnen gefällt, diese Sendung mithilfe Ihrer Fernbedienung einzuschalten oder auszuschalten, wenn Sie denken, diesen Bums will doch wirklich niemand sehen, das obliegt ganz alleine Ihnen. Joko, du bist der Erfinder und wahrscheinlich auch amtierender Weltmeister schätzungsweise in dieser verschiedenen Disziplinen. Deswegen darfst du selbstverständlich anfangen. Ja. Klaas, wir machen am besten den Weg frei. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, Joko, dann ist es jetzt deine Aufgabe, vom Siegestaumel bis zum Startblock die komplette Performance-Hürdenlauf einmal rückwärts durchzutanzen, damit wir sie danach vorwärts wieder abspielen können und Sie entscheiden können, ob Sie das gut finden oder nicht. Klaas zieht nach und so arbeiten wir uns durch diese Show. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Abermals brauche ich ganz kurz Ihre Unterstützung. Wir fangen ja jetzt am Ende an. Das heißt, ich liege jetzt hier am Boden, bin fix und fertig. Und da Sie natürlich Fans von mir sind, als Leistungssportler, der ich bin, schreien Sie die ganze Zeit meinen Namen. Da der rückwärts anders klingt als vorwärts, sage ich Ihnen, was Sie schreien müssen. Okoi. Okay, das heißt, während ich jetzt hier gleich renne, müssen Sie alle Okoi, Okoi rufen. Vielleicht so ab der Mitte müssen Sie es nicht mehr rufen, weil dann sieht es nachher am Ende so aus, als hätten Sie mich quasi ab der Mitte noch mal extra angefeuert, damit ich auch gewinne. Haben Sie soweit verstanden? Wunderbar. Du sagst, wenn es losgeht und dann drücke ich auf Aufnahme. Genau. Dass auch alles im Kasten ist. Ich muss mich erst hinlegen. Oh, selbstverständlich, okay. So oft. Ich wäre dann soweit. Dann geht's. So. Reste!
Qui treffe, etep, ipfoi. Numak! Ja, das Niveau. Sol. Gut. Na, das war doch Tanztheater, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Vor allen Dingen, dass du dir dabei nicht wehgetan hast. Ich weiß jetzt, warum das die letzte Show des Abends ist. Einfach nur, um weitere Katastrophen zu verhindern. Das heißt, wir haben das jetzt einmal rückwärts gesehen. Und um das Final bewerten zu können, ob das was konnte oder nicht, ob das gut war, schauen wir uns natürlich jetzt die komplette Geschichte einmal von vorne an, so wie sie gemeint ist. Bitteschön. Los. Joko Winterscheid. Schnauben! Auf die Fresse! Fertig! Rückwärts-Champion einen rausgehauen. Da weiß man doch gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll, wie man das überhaupt noch toppen soll. Aber wenn es einer toppen kann, das ist der Meister der Adaption. Lernkurve 240 Grad. Und das nur morgens. Klaas, deine Performance kommt jetzt. Gleiche Regeln wie bei Joko. Du sagst mir, wann ich Aufnahmen drücken soll. Und dann ist die Bühne dein. Er ist schon im Tunnel. Ja, ja. Zum großen Rückwärtswettbewerb geladen, um ein für alle Mal zu klären, wer rückwärtsig so begabt ist, dass alles wie vorwärts aussieht. Es geht direkt weiter mit Klaas Versuch eines Hürdenlaufs. Okay. Okay. Und los. Lensch mi chi. Lensch mi chi. Tug res, tug res, tug res. Elo, 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 elo. Getreff, etzep, ipfoi, sat, efas, schi. Sat, efas, schi. Wahnsinnig. Sehr gut, ja, es ist wirklich. Das macht einen wahnsinnig. Man kriegt Kopfschmerzen. Das macht mich richtig wahnsinnig. Diese Wörter, also ich weiß nicht, ob die stimmen jetzt alle, aber. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte wahnsinnig gerne wissen, was du gesagt hast. Ich auch. Das hier ist die Aufnahme von Klaas. Los! Klaas Häufer Umlauf. Aber.
Schnaufi, Schnoss. Hirsch, Schnaufi, Schnoss. Sehr gut. Wow. Auf die Fersne, Fersne. Wer verfolgt dich da? Ole, 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 ole. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin schnell. Ich bin schnell. So, da gut. Damit auch zu dir. Da gut. Sehr gut. Da fällt mir gerade der Ball von der Antenne. Sehr gut. Ich würde mal sagen, Winterscheid, auch wenn du seit 200 Jahren rückwärts lebst. Klaas hat gerade eine Herausforderung. Das war wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Respekt. Ich bin komplett fertig. Das ist anstrengender als jede andere Sendung, weil man die ganze Zeit nachdenken muss. Erstaunlich ist es, wenn du... Das kenne ich nicht. Wenn du rückwärts... Ich bin noch nicht zum Fernsehen gegangen, um die ganze Zeit nachzudenken. Wenn du rückwärts lebst, vor allen Dingen im ersten Drittel, kriegst du so einen Stefan Raab-esken Gesichtsausdruck. Ja, diese... Ich weiß, Nicole hat schon gezuckt. Ja. So, dann mal nächste Runde. Und das jetzt rückwärts. Okay, das war Runde 1 von 3. Die Fernbedienung ist wieder heile. Wir kommen zu Runde 2. Wir spielen Unboxing, das heißt, ihr beide dürft, müsst Geschenke auspacken. Joko, du darfst, musst anfangen. Ja. Das kleine braune Geschenk ist deins, das große türkisene Glas ist deins. Wir werden die natürlich auspacken, selbstverständlich. Und ihr müsst quasi vom Freudentaumel über das Geschenk oder welcher Reaktion auch immer dieses Geschenk in euch hervorruft, bis hin zur Entdeckung dessen, was darin ist, und dem Öffnen alles einmal rückwärts durchspielen. Joko, du fängst an. Das hier ist deine Box. Du kannst die auch schon mal öffnen, selbstverständlich. Muss ich aber schon. Oder ich. Oh. Und ich kann auch schon mal rausholen, was da drin ist. Ein nägelnagelneuer Gameboy von 1986. Den bekommst du geschenkt. Und darüber, kann ich das noch zur Seite nehmen? Kannst du gerne ein bisschen zur Seite stellen. Nicht, dass es kaputt geht. Ich will hier nicht im Bild stehen. Bin ich hier schade. Weg? Ich glaube wohl. Ich glaube, wir stehen hier ganz gut. Ich stelle Klaas kurz da hinten hin. Packe ein Geschenk aus und freue dich darüber. Wie jeden Morgen. Oh, Alter, vorsichtig. Der obwohl, bleib stehen. Sag Bescheid. Ja, ich wäre dann soweit. Dann los. Boot, 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 boot. Ei, 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 ei. Leak, 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 leak. Leak! Leak. Leak. N. N. Ekneshek. Hebilci. Oh. Soll. Oh. So, das war das Geschenke auspacken, Unboxing Teil 1. Und hier kommt es einmal in umgedrehter Reihenfolge. Oh. Ich liebe Geschenke. Ich liebe Geschenke. Ich
Vielen Dank.